Yo, what's up und welcome back. Auf jeden Fall heute mal in Wien unterwegs. Mal was anderes. Heute wird es ein bisschen spannender, kniffliger. Ich hoffe, mir Mike geht's jetzt. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Wien unterwegs. Es ist heute leider Feiertag, das heißt, es haben keine Geschäfte offen. Es sind trotzdem viele Leute unterwegs und zwar gehen wir halt einfach rum, stellen uns gegenseitig fünf Aufgaben oder mal schauen, wie es zeitlich wird. Fünf Aufgaben auf jeden Fall mindestens. Man gibt es einen zweiten Part. Und ja, spielen wir nochmal Schnick, Schnack, Schnuck, weil wir haben auf jeden Fall gerade Versuch gemacht, aber es mag spinnt, ich hoffe, es geht so. Muss noch Irgendwie. nicht spielen. Ja, Best of Three Ja, wieder. ne, Wer passt, anfängt? passt. Schnick, Schnick, schnack, Schnack, Schnuck. schnuck. Fuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck, Schnuck. Ja, war schon vorbei. Ey, ich krieg die ersten. Ich krieg die erste Sache. Ah! Du gehst jetzt einfach zu irgendwem dann auf der Hilfe hin. Wir gehen jetzt runter. Und gehst auch hin und fragst, hey, eine Frage, so, könnte ich sie vielleicht umarmen? Und musst es jetzt bei, was sind da, zwei Leuten machen. Du bist der richtige. Bei einer Du Person. bist richtig sauber. Das ist wieder. Ja, okay, passt, okay, passt. Du bist. Let's go. Nächste Kurvischen, das ist eins erledigt. Er umarmt dich einfach easy. Ich hätte nicht gedacht, dass. Hätte ich auch nicht. Ich hätte Okay, jetzt mit den ärgsten Reaktionen gerechnet. Aber okay. Geistens. Wenn die dort noch von Stängern, die was halt Yes. für die Zeugen Jehova tut, gehst du hin und fängst mit ihnen zu philosophieren über Gott und die Welt. Und so. Aber kurz, jetzt muss ich mir mal ein bisschen weiter überlegen, die was da so einbauen musst, okay? So drei. Was soll ich generell? So einfach so hingehen und sagen, so, ja, Gott, allmächtiger Gott, Gott ist die Welt, Gott ist, weiß ich nicht was, keine Ahnung. Nein, eher so ein bisschen hinterfragen, das, was zum Beispiel bei denen auf den Heften da drauf steht. Die haben Auf so den Hefte in der Heften? Hand. Auf die Hefte, Da okay. steht, okay, was steht da für ein Spruch da? Die haben wir nicht gemerkt. Hey, was steht drauf? Auf was ist bezogen? Oder Auf ich? Gott, ob was noch dieser Welt passiert. Ja, okay, Steht auf dann gehe ich jeden auf drauf. ihn und stelle ihnen die Frage. Ja, okay, passt. Das kannst Na, du gerne machen, passt, aber du okay. musst irgendwie das Mikro Ich mitnehmen. nehme es einfach mit Mike, ich nehme dein Handy und nehme es Mike gleich. Let's go. Ja, okay, passt. Entschuldigung, könnte ich Ihnen schnell eine Frage stellen? Könnte ich Ihnen schnell eine Frage stellen? Ja. Was glaube ich, Sie kommt nach dem Leben? Was wird da kommen? Unser Herr Jesus Christus. Unser Herr Jesus Christus, der Erlöser. Ja. Das Passt, war danke. deshalb, weil ich es erlebt habe. Das haben Sie erlebt. Ja. Mein Vater ist dieses Jahr gestorben und um 3:30 ist er gestorben und plötzlich war der ganze Raum hell und Jesus Christus war im Raum. Na dann, Gott sei mit Ihnen. Dankeschön. Gelobt sei Jesus, Ave Maria, gratia plena. Genau so. Ja, okay, er hat mich auf jeden Fall zugetextet mit einem Buch und so. Ich habe keine Ahnung, ich komme mit der Aufnahme nicht zurecht. Ich hoffe, es ist alles oben auf jeden Fall. Und ja, deine Aufgabe, die zweite Aufgabe auf jeden Fall. Geh, nimm dein Handy jetzt beim Telefonieren. Oder sprichst du mit Michael und so, geh halt so vorbei und sag, ja, letzte Nacht, da bin ich bei der Alten gewesen und ich weiß nicht, ich habe da mal angeschissene Auto, ich habe bei ihr einfach versteckt im Wäscheladen und dann bin ich einfach heimgerannt. Okay, passt. Das ist nicht kompliziert. Das ist kompliziert. Ja, passt. Ja, okay, passt. Geht's auf jeden Fall jetzt weiter. Servus. Ja, war gestern nach dem Footgame erneut nur die alte Geschichte hast. Auf jeden Fall geht dort eine. Ist das Häuschen dort bei denen daheim? Und die denken so: Ja, was machst du jetzt? Ich hab urpissen müssen. Hab dann Badezimmertür nicht zugesperrt, hab da vergessen. Dann habe ich zwar spät keine Pissen, in dem Moment ist sie reingekommen. Aber von meinen Schuhen angezogen, bin einfach heimgegangen. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt zwei Aufgaben gemacht. Ich habe eine gemacht, eine mache ich noch. Wir wollten eigentlich fünf machen für jeden. Ist aber, glaube ich, zu lang. Ich habe auf jeden Fall noch ein Gespräch mit einem Typen gehabt. Schneide ich jetzt mal rein. Ich wusste nicht, dass es die Weltmeisterschaft gibt. Und ein Jiri. So, das habe ich gestern im Radio gehört. Fand ich nur. Also der den Weltrekord jetzt hat, der hat jetzt in 4 Stunden 18 Mal gespritzt. Reife Leistung. Ja, Reife Leistung. Das kann auch nicht jeder.
Aber egal. Dann gehe ich in Pension mit 15 Millionen, die ich mir dann in meinem Leben erspart habe. Ich habe selbst als Darsteller gearbeitet und habe ich habe 7 Filme gemacht. Ja, die gibt es heute. Da sieht man mich als 23-Jährigen. Und habe ein Schweinegeld damit verdient. Das war der Anfang. Ja, aber dazu würde ich es heute nochmal machen, das weiß ich nicht. Frag doch mal die Frage, wie oft unaniert Sie? Wenn jemand wie ich das macht und damit Millionen verdient hat, Millionär geworden ist, dann darf er das gerne sein. Aber ja, ich mache mal auf jeden Fall mit dem Typen was aus. Interview ist da, auf jeden Fall abchecken. Genial, aber genial. Und ja, jetzt kommen wir zu meiner letzten Aufgabe. Ich hoffe, die Länge wird ungefähr passen. Es kommt jetzt auf jeden Fall auf, glaub, dass du sehr guten Content für deinen Kanal hast. Oh, dann gehst du jetzt zu irgendeinem alten hier. Und da hast du irgendeinen schlechten Anmachspruch aus. So, ich bin mir weggeschissen, darf nicht einschlafen oder irgend sowas. Ja, such einfach einen schlechten aus und bring den. Ja, passt. Entschuldigung, jeder der Frage. Und zwar, ich habe immer weggeschissen, darf er die Nieren schlafen? Entschuldigung. Ich hätte eine Frage, und zwar, ich habe gestern immer weggeschissen, dürfte ich heute vielleicht die Nieren schlafen? Entschuldigung? Ich habe immer im Bett geschissen, dürfte ich vielleicht die Nieren schlafen? Ja, schwierig. Aber danke. Jo, okay, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Irgendwie waren die Reaktionen von den Leuten nicht so heftig. Ich habe die letzte Aufgabe auf jeden Fall zweimal gemacht, damit die Reaktion lustiger ist. Ja, waren jetzt nur für uns beide zwei Aufgaben und ein Gespräch mit einem netten Herrn. Vielleicht kommt da auf jeden Fall noch ein Interview. Mal schauen, das war's auf jeden Fall in dem Sinne. Wenn mehr so Shit kommen soll, aber auf jeden Fall Thumbs up. Ja. Subscriben und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.